Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. In Abwandlung von Karl Kraus könnte ich nach den bisher gehörten Vorträgen gestern Abend und heute Morgen fast sagen, also zum Kapitalismus fällt mir gar nichts mehr ein. Und ich bin da gar nicht so allein, glaube ich, weil ich habe in den Spiegel geschaut von gestern und da habe ich diesen Bericht gefunden, Traktate der schlechten Laune. Und das Bürgertum, Wutbücher eines aufgebrachten Bürgertums würden den Sachbuchmarkt des Herbstes bestimmen. Und diese Bücher haben Titel wie Die Müdigkeitsgesellschaft oder Das Erschöpfte Selbst. Ja? Und da kann man natürlich fragen, was macht das Bürgertum eigentlich so müde? Warum ist das Bürgertum erschöpft? Und diese Frage will ich vielleicht mal am Anfang meines Vortrags stellen. Der Ausgangspunkt für diese Fragestellung war allerdings ein anderer, der vielleicht mit der ersten Fragestellung einer müden Gesellschaft in frappanter Weise korreliert. Und das war eigentlich die Krise 2008, als wirklich zwei Wochen lang die herrschenden Eliten immer behauptet haben, dass sie vor einem Abgrund stehen. Also sie waren kalkweiß. Also ich erinnere mich noch an den deutschen Finanzminister Steinbrück, also der das auch als persönliches Drama inszeniert hat, den Finanzkapitalismus zu retten. Und ich habe mich immer gefragt, nicht unbedingt, warum rettet der Staat jetzt diesen Finanzkapitalismus? Weil eigentlich hat ja der Markt gesprochen, die Banken sind vor die Wand gefahren und eigentlich ist es sozusagen die Krönung der Marktwirtschaft gewesen, wenn Sie so wollen. Es war eigentlich auch eine Marktselektion, wenn man in dieser Ideologie weiterdenken möchte. Gewundert hat es mich nicht, dass der Staat diesen Finanzkapitalismus rettet, weil, wie gestern schon angesprochen worden ist, ich an diesen Markt-Staat-Dualismus ohnehin nicht glaube, weil mir schon immer klar war, dass die Verschränkung von Elitenfraktionen, von Interessenfraktionen, also zwischen Staat und, wenn Sie so wollen, privatwirtschaftlichen Pressure Groups, wirtschaftlichen Pressure Groups, Beratungsgruppen so eng sind, dass man von einem politischen Gesamtsystem oder einem politischen Gesamtprojekt reden kann, wo man so viele gemeinsame Interessen hat, dass man es natürlich nicht vor die Wand fahren lässt. Also dass man wirklich alles tut, und sei es auch die Staatshaushalte zu ruinieren, um sich selbst und das System zu retten. Ich glaube nicht, dass man den Kapitalismus gerettet hat. Man hat vor allen Dingen ein spezifisches Projekt des Kapitalismus gerettet. Und auch ein spezifisches, wie ich finde, autoritäres Elitenprojekt hat man gerettet. Die Leerstelle, die allerdings sehr schnell klar wurde, ist eine andere. Die Leerstelle ist nicht Staat oder Markt. Die Leerstelle ist eigentlich in diesen zwei Wochen war eigentlich die Gesellschaft. Wo war eigentlich die Gesellschaft? Nicht nur, wo war die Opposition? Viele haben gefragt, die herrschenden Eliten, der Kapitalismus ist jetzt so schwach, also die Krise, alles ist eigentlich vor die Wand gefahren. Und wir haben trotzdem, sehen wir keine Alternativen. Wo ist die Opposition, die eigentlich in vergleichbaren Fällen, wo ist eigentlich die Gesellschaft? Und was für eine Gesellschaft ist es, um die Frage fortzusetzen, was für eine Gesellschaft ist es, die dann nicht mehr, also quasi die Möglichkeit auch beim Schopfe ergreift, um gegen ein Projekt widerständig zu sein, das, glaube ich, schon also vielen Teilen der Gesellschaft wenig Vorteile gebracht hat. Also man kann ja tatsächlich, also die Empirie ist ja relativ klar, was zum Beispiel dieses neoliberale Projekt anbetrifft, dass es zu, wie jetzt ein schönes Buch heißt, zu großem Reichtum und zu großem Armut geführt hat, ja, also weltweit. Und eigentlich ist es relativ klar, dass es auch zum Beispiel die Mittelschichten relativ wenig von diesem neoliberalen Projekt profitiert haben. Und trotzdem ist eine Situation da, wo man es sich nicht so einfach machen sollte, dass man sagt, also zum Beispiel, es gibt diesen alten Staat-Gesellschaftsdualismus, wie man ihn bei Hegel hat, und quasi der neoliberale Staat oder diese neoliberalen Pressure Groups, die sich diesem Staat bemächtigt haben, die sind halt in der Lage sozusagen, also in einer Auseinandersetzung mit der Gesellschaft sich permanent durchzusetzen. Also dass die Gesellschaft ein Antipode ist zu diesem neoliberalen politischen Projekt. Da hätte ich halt meine Zweifel und da möchte ich auch meine Zweifel ansetzen. Es gibt eine schöne Stelle bei David Hume,
der einfach sagt, also kein politisches System kann wirklich funktionieren durch Gewaltausübung des Staats und durch staatliche Durchsetzung, durch reine staatliche Durchsetzung. Jedes politische System bedarf der Zustimmung, der Gesellschaft. Und da ist jetzt eigentlich am Anfang vielleicht die Fragestellung, also was für eine Gesellschaft stimmt im Grunde genommen diesem System zu? Wieso ist dieses System tatsächlich so stabil? Und liegt es nicht tatsächlich vielleicht auch daran, dass wir nicht nur einen anderen Staat haben, dass wir nicht nur eine andere Wirtschaftspolitik haben, sondern dass sich auch die Gesellschaft fundamental verändert hat in den letzten 30 Jahren? Und da ist natürlich einfach die Frage, wie kann man diese Veränderungen auf den Begriff bringen, auf einen realen Begriff bringen? Die Schwierigkeit sehen Sie zum Beispiel allein schon daran, dass fast alle Begriffe, die sich mit den letzten 30 Jahren beschäftigen, irgendein Präfix davor haben. Es gibt im Grunde genommen keinen Begriff oder kaum einen Begriff, der tatsächlich einfach als Begriff selbst dasteht. Die meisten Begriffe haben das Präfix Post davor. Ja? Es ist der Postfordismus, ja, das ist kritisch. Es gibt die Postdemokratie, ist auch kritisch. Es gibt den Poststrukturalismus, da ist die Lage schon gemischt, das ist eher, wird eher positiv gesehen. Und es gibt über allem überwölbt, wie schon gestern die Rede davon war, die Postmoderne. Ja? Und Postmoderne ist vielleicht ein schöner Ansatzpunkt, um darüber zu reden, dass die zentralen Begriffe eigentlich keine Rolle mehr spielen und dass die zentralen Begriffe sozusagen keinen Diskurs mehr finden. Und deswegen habe ich eigentlich am Anfang dieses Vortrags natürlich dieses berühmte Wort von Margaret Thatcher gesetzt, ja, also dass dieser zentrale Begriff der Gesellschaft, es gibt ihn überhaupt nicht. Ja. Also dass man quasi tatsächlich sagt, also im Zentrum dieses neoliberalen Gesellschaftsbild steht eigentlich, dass es keine Gesellschaft gibt. Die Gesellschaft wird negiert. Das ist hier. And you know, there is no such thing as society. There are individual men and women and there are families. Feminist. Bitte? Feminist. Ja, immerhin. Immerhin kann man sagen. Das kann man immerhin sagen. Ja, aber. Gut, also diese kleinen Einheiten existieren noch. Ja, das ist klar. Also man braucht ja auch im neoliberalen Denken quasi immer diese Analogie zu Mikroprozessen und deswegen kommt man wahrscheinlich ohne Familie nicht aus, das ist klar. Ich weiß nicht, es ist natürlich immer eine interessante Frage, also wer jetzt tatsächlich in Bezug auf den Markt tatsächlich die Akteure sind, ob da zum Beispiel Familien auch Akteure sind, das müsste man auch Frau Thatcher mal fragen. Also diese Setzung negiert eigentlich den zentralen Begriff der Gesellschaft. Und ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Negieren des Begriffes Gesellschaft eigentlich eine merkwürdige Analogie zu diesem Francis Fukuyama hat. Der sagt also, das Ende der Geschichte. Ja? Also es werden eigentlich die Zentralbegriffe der, in Anführungsstrichen, bürgerlichen Geschichtsschreibung negiert. Also beide kann man natürlich von Hegel herleiten, Geschichte und Gesellschaft. Ja? Existieren nicht. Das sagen Neoliberale. Und das ist natürlich ein überraschender Ansatz, möchte ich sagen. Es ist ein überraschender und auch ein in gewisser Weise auch verräterischer Ansatz. Es sagt zum Beispiel auf jeden Fall aus, dass man mit der Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft bei den Veränderungen der letzten 30 Jahre nicht unbedingt weiterkommt. Obwohl sich natürlich viele Parteien, die neoliberale Politik gemacht haben, immer als bürgerliche Mitte betrachten und immer gesagt haben, dass sie im Grunde genommen den Bürger, wie das Margaret Thatcher auch gesagt hat, wieder den rechten Platz an der Sonne zuweisen können. Ja? Aber wenn man zum Beispiel sagt, dass es keine Gesellschaft und keine Geschichte gibt, dann gibt es eigentlich auch nicht keine bürgerliche Gesellschaft. Und die Überraschung liegt eigentlich darin, dass viele Neoliberale oder die neoliberale Theoriegeschichte selten positiv auf den Gesellschaftsbegriff rekurriert und dass sie häufig nicht in der Lage sind, also diesen eigentlich positiven Begriff der bürgerlichen Gesellschaft aus dem 18. Jahrhundert in das 20. Jahrhundert zu transferieren. Daran scheitern sie eigentlich alle kläglich. Ja. Es ist natürlich einfach so, dass Gesellschaft ist für Leute wie Margaret Thatcher und auch für Hayek und auch für Friedman
ein Begriff von der Gegenseite. Da sehen Sie auch einen ganz klaren Lagerkampf. Also Gesellschaft ist im Prinzip Soziologie und neoliberale Ökonomie ist Wirtschaftswissenschaft. Ja. Und es gibt immer, klar, man kann diesen Gesellschaftsbegriff nicht ganz herauslassen. Es gibt auch bei Hayek gibt es die große Gesellschaft, es gibt auch die Marktgesellschaft, da komme ich später noch zu. Aber im Prinzip ist Gesellschaft, wie Sie hier an diesem schönen Satz von Margaret Thatcher sehen, ein Problembegriff. Ein Problembegriff offensichtlich auch für den Markt. Ja? So, wenn man das intellektuell fortsetzen will, ja? Wenn man tatsächlich sich die Frage stellt, was ist das für eine Gesellschaft? Und wenn man sich die Frage stellt, was ist eigentlich die bürgerliche Gesellschaft? Wo hat sich die bürgerliche Gesellschaft im neoliberalen Kontext hinbewegt? Dann kommen Sie auch wieder auf eine ganze Reihe von Problemen. Ja? Weil bürgerliche Gesellschaft ist einfach ein Begriff, der einfach in verschiedenen Zeiten ganz verschieden konnotiert ist. Also Sie sehen das zum Beispiel, dass es auch in verschiedenen Ländern, also wie das Reinhard Koselleck mal gemacht hat, also ganz andere Bedeutungen hat. Also Sie müssen ja zum Beispiel, wenn Sie darüber reden, was wir für eine Gesellschaft haben, müssen Sie in irgendeiner Weise eine Schichtung haben. Ja? Also Sie müssen in irgendeiner Weise sagen, was zum Beispiel ein Bürger ist. Ja? Und da haben Sie zum Beispiel in Deutschland Bürgertum und Bürgertum ist etwas ganz anderes als zum Beispiel in Frankreich die Bourgeoisie. Also diese ganzen Diskussionen, die Diskurse rennen völlig unterschiedlich. Und zum Dritten haben Sie zum Beispiel in der englischen Diskussion, und da wird wieder Margaret Thatcher wichtig, haben Sie den Begriff der Middle Class. Ja. Middle Class ist allerdings auch wieder etwas ganz anderes als Bourgeoisie oder Bürgertum. Ja. Und Margaret Thatcher, die Gesellschaft negiert, hat immer wieder behauptet, dass sie im Grunde genommen, also dass ihre ganze Politik für die Middle Class ist. Also die Middle Class wird von ihrer Politik profitieren. Ja. Also die Middle Class muss quasi von diesen Gedanken befreit werden, dass der Sozialismus oder dass die Labour Party tatsächlich ihr irgendetwas Gutes bringt. Ja. Also wir haben ja zum Beispiel, hatten wir ja gestern dieses schöne Bild, dass die Nachkriegszeit im Prinzip auch im Westen sehr viele sozialistische Elemente hat. Also ich kann mich noch erinnern, dass ein Kollege mal gesagt hat, die Bundesrepublik Deutschland der 70er Jahre sei Sozialismus plus Millionäre gewesen. Und das ist natürlich, wenn Sie das jetzt umdrehen, das ist natürlich einfach quasi, dass man der Mittelklasse sagt, also ihr profitiert nicht vom Sozialismus, sondern von den Millionären. Das ist eigentlich die treibende Kraft. Und das muss ich wieder quasi, das muss ich auch in der Politik wieder deutlich zeigen. Wir haben auf der anderen Seite, hier auf der anderen Seite eben Begriffe, wie sie im neoliberalen Kontext auch schwierig zu gebrauchen sind. Wir haben im linken Diskurs häufig eben vom Gramsci her gesehen, also den Begriff der Zivilgesellschaft. Ja, es gibt so als Zivilgesellschaft, da wird es wirklich als Gegenpol zum Beispiel zu dieser autoritären neoliberalen Politik gesehen. Wir haben, darauf will ich vielleicht noch eingehen, eben diesen Begriff, der von Neoliberalen immer in abwertender Weise benutzt wird, den Begriff der Massengesellschaft. Ja? Und über den Begriff der Massengesellschaft sehen Sie natürlich auch, wie zum Beispiel auch diese Aversion gegen Mehrheitsdemokratie in dieses Denken hineinkommt. Ja? Die Massengesellschaft ist im Grunde genommen das, was tatsächlich die Herrschaft der wenigen, ja, oder das, was die Wohlhabenden für die gesamte Gesellschaft tun können, in Frage stellt. Also die Herrschaft der Mehrheit ist immer eine Bedrohung eigentlich für die Rechte der Minderheit. Die Minderheit in diesem Sinn der Leistungseliten, also der tatsächlich der Besitzeliten, die eben sich als den Motor der gesamten Gesellschaft und der Entwicklung sehen. Gut. Ich habe dann noch einen Ansatzpunkt oder sagen wir so, die Fragestellungen lassen sich erweitern, einfach dahingehend, wie kann man diese Gesellschaft beschreiben? Ich habe sie mal die neoliberale Gesellschaft genannt, weil das bedeutende Projekt eben in den letzten 30 Jahren, das bedeutende politische Projekt, ist eben der Neoliberalismus. Und wir haben viel darüber gehört, wie er sich des Staates bemächtigt hat. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn man ein Interaktionsverhältnis voraussetzt, also des neoliberal geprägten Staates mit anderen gesellschaftlichen Gruppen,
dass es vielleicht gerechtfertigt ist und dass es gar nicht so eine unkluge Arbeitshypothese ist, also den Begriff neoliberale Gesellschaft zu verwenden. Ich glaube, dass man zum Ersten eine Grundunterscheidung treffen muss, und zwar einfach, in welchem politischen System wird dieses neoliberale Projekt durchgesetzt. Und da entscheidet sich auch im Grunde genommen, also in welcher Weise Gesellschaft neu entsteht, in welcher Weise Gesellschaft auch geprägt wird durch dieses neoliberale Projekt. Es ist ein grundlegender Unterschied eben, ob ich ein neoliberales Projekt in einer liberalen Demokratie durchsetzen muss, ob ich es in einer liberalen Demokratie aufsetze, wenn Sie so wollen, oder ob ich zum Beispiel eben die Möglichkeit habe, mit einem, in Anführungsstrichen, also starken autoritären Staat von oben herab, ohne große Diskussion, ohne große Räume, öffentliche Räume der Diskussion, ohne große, auch sagen wir so, Kompromisse in Institutionen, ein neoliberales Projekt durchzusetzen. Und wenn wir für die liberale Demokratie annehmen, dass sich tatsächlich der Gesamtkomplex in Staat und Gesellschaft trennen lässt, ja, und wenn man tatsächlich annimmt, also wie Margaret Thatcher das gesagt hat, also dass es im Grunde genommen darum geht, also den Markt durchzusetzen, dass es im Grunde genommen darum geht, also mit Marktpolitik eigentlich ein ganz neues System zu schaffen, ein ganz neues politisches System zu schaffen, dann ist, wenn ich die Gesellschaft nicht selber thematisiere oder wenn ich die Gesellschaftspolitik nur am Rande thematisiere, ist natürlich die Gesellschaft, die durch das politische Projekt Neoliberalismus entsteht, eine nicht intendierte Konsequenz des politischen Projektes Neoliberalismus. Ich glaube, das kann man sehr schön an diesem Beispiel oder an diesem Begriff explizieren, den Arthur Seldon ist war mal Direktor des Institute of Economic Affairs, die Wahlprogramme in den 70er Jahren für Margaret Thatcher geschrieben hat und da sehr aktiv war, tatsächlich dann auch dieses neoliberale Programm in der konservativen englischen Partei durchzusetzen. Der hat gesagt, im Grunde genommen geht es bei diesem neoliberalen Programm um ein Reopening. Das war der zentrale Begriff. Ja. Also man muss man kann es Sozialismus nennen, für die Neoliberalen ist es eben Sozialismus gewesen, also diesen keynesianischen geprägten Wohlfahrtsstaat, also der versucht hat, also mit sehr viel auch bürokratischem Aufwand, also mit einer Ausdehnung des öffentlichen Sektors Wirtschaftspolitik zu betreiben und dadurch natürlich einfach den Weg des Geldes oder der Besitzeliten zur Macht schwieriger gestaltet hat. Ja? Man muss im Grunde genommen diese Gesellschaft muss man wieder öffnen. Und da sagt er, geht es hauptsächlich darum, also dass diese, er sagt es immer so schön, die Wohlhabenden, ja, aber ich sage mal, die Besitzeliten ein anderes funktionales Verhältnis, also einen anderen funktionalen Weg finden, also Geld tatsächlich besser in Macht umzusetzen. Also das hat auch Luhmann mal aufgegriffen, dass es tatsächlich darum geht, bei Neoliberalismus, dass man ein anderes Funktionsverhältnis findet, wie Geld sich in Macht umsetzen lässt. Und Neoliberalismus ist natürlich darauf aus, dass dieser Weg direkter ist. Ja? Also der Zugriff der Millionäre auf den sozialistischen Staat, wenn Sie so wollen, wenn Sie in diesem Bild bleiben wollen, der muss direkt sein. Also das muss tatsächlich eine andere Funktionalität beinhalten. Wir haben bei diesem neoliberalen Projekt in der liberalen Demokratie, also immer, ich benutze da ein Bild von Jakob Burckhardt, also diese Vorstellung im Grunde genommen, nicht, dass wir den Wohlfahrtsstaat abschaffen. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir, wie Margaret Thatcher das sagt, die Gesellschaft abschaffen. Also ich sage mal mit Hans Hahn, das ist eine Denktäuschung. Ja? Darum geht es nicht. In der liberalen Demokratie bleibt die Gesellschaft der archimedische Punkt. Also sie müssen im Grunde genommen tatsächlich ständig, um es mit Jakob Burckhardt zu sagen, sie müssen die Gesellschaft biegen. Es geht nicht um das Brechen. Ja? Jakob Burckhardt sagt das so schön, also in der Antike geht es immer darum, dass sie einen Gegner brechen. Also wenn sie einen Staat angreifen, also wenn sie einen Krieg gewinnen, dann müssen sie alle Frauen rausführen, sie müssen die Krieger töten und das gesamte Gemeinwesen muss im Grunde genommen verschwinden. Aber in der Moderne sei es eben ganz anders. In der Moderne ging es ums Biegen. Ja? Also sie müssen ständig, um dann einen anderen Begriff gleich einzuführen,
Also es geht da, mit Gramsci würde man sagen, um Hegemonie mehr. Ja? Um Hegemonie, dass man tatsächlich versucht, also die bestehenden Institutionen zu besetzen und in diesen bestehenden Institutionen tatsächlich auch eigene Machtkerne zu bilden. Und dieses Biegen, wenn Sie das mal so ein bisschen verfolgen, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, dann werden Sie sehen, dass neoliberale Politik immer darauf aus war, also quasi über die bestehende Institution oder die bestehende liberale Demokratie wie eine Folie zu ziehen. Ja? Eine Folie auch von quasi Entscheidungsgremien, die immer an die tatsächlich demokratischen Entscheidungsgremien, die daneben stehen. Also Entscheidungen sind quasi ausgelagert worden. Also wir haben Expertengremien, also wir haben, wie das gestern schon zu hören war, Gesetze werden vorformuliert von Vereinen wie zum Beispiel der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die haben einen direkten Zugriff auf Ministerien. Ja, und Sie sehen natürlich auch bei der Krise, wie es gelaufen ist, in Österreich, glaube ich, genauso wie in Deutschland, dass ganz wenige Leute plötzlich darüber entscheiden konnten, in irgendwelchen Hinterzimmern, dass mehrere hundert Milliarden Euro tatsächlich jetzt zur Bankenrettung ausgegeben werden. Ja, das war, wenn man das aus der demokratischer Sicht sieht und aus der Sicht zum Beispiel der eigentlich von der Verfassung vorgesehenen Entscheidungszentren, war das völlig inakzeptabel und völlig undemokratisch. Ja, das ist eigentlich ein Beleg dafür, dass Entscheidungszentren ausgelagert worden sind. Und ich glaube, das ist man kann dann tatsächlich die Annahme treffen, also dass die Demokratie und die Gesellschaft, das Wohlfahrtsstaat, wie wir sie in den 70er Jahren hatten, eher ausgehöhlt wird, ja? Dass es ständig ausgehöhlt wird. Dass eigentlich in der liberalen Demokratie das neoliberale Projekt so funktioniert, dass man ständig versucht, dieses Reopening durchzuführen. Natürlich inzwischen eigentlich, der Gegner ist inzwischen häufig ein Pappkamerad. Ja? Das ist klar, also, weil sich die Verhältnisse ja, auch die Machtverhältnisse haben sich geändert. Und dieser inszenierte Kampf eigentlich, der ist eigentlich in der liberalen Demokratie die Voraussetzung dafür, dass quasi neoliberale Reformen ständig durchgeführt werden können. Und dass auch zum Beispiel die Bankenrettung genauso funktioniert hat, wie sie funktioniert hat. Ich möchte noch dazu anmerken, dass ich nicht glaube, dass der Neoliberalismus mit der Krise und dem Einführen von 3, 4 keynesianischen Elementen überwunden ist. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich immer Sinn macht, also diese Begriffe entgegenzusetzen, Keynesianismus, Neoliberalismus, dass man da häufig auch den ideologischen Diskussionen der Prätendenten, die eigene Interessen verfolgen, auf den Leim geht. Ja. Also ich glaube, dass es für bestimmte Besitzeliten überhaupt kein Problem ist, wenn es eben notwendig ist, und das hat man gesehen, einfach auch keynesianische Politik zu machen. Es war für George W. Bush, als er den Krieg führen wollte im Irak, auch kein Problem, so eine Art Kriegskeynesianismus wieder aufzulegen. Ja, also warum nicht? Man hat bestimmte Interessen und man muss sie quasi mit wirtschaftlichen Maßnahmen durchführen und man muss quasi die eigene Ideologie dabei, die darf man nicht immer so ernst nehmen. Und ich glaube, dass diese Leute die eigene Ideologie auch nur nach außen immer so ernst nehmen, wie sie es tun. In den Maßnahmen selber, die sprechen häufig eine ganz andere Sprache. Und das hat man, glaube ich, auch in dieser Krise gesehen. Weil die tatsächlichen Machtverhältnisse und ich glaube auch die Verhältnisse, die Machttechniken, wie das in der liberalen Demokratie seit gut 30 Jahren läuft, gerade auch mit diesen Nebeninstitutionen und mit diesen neuen Entscheidungszentren, die haben sich durch die Krise nicht geändert. Also gerade in Europa kann ich einen Austausch der Eliten durch die Krise nicht feststellen. Ja? Ich kann auch nicht feststellen, dass sich die Gewichte wirklich verlagert haben. Ich glaube, dass es immer noch dieselben Leute sind und dass auch dieselben Institutionen sind, die Entscheidung treffen. Gut, ich habe hier angeführt, ich glaube, das muss ich erklären, konstruktivistischer Marktstaat. Es gibt die Vorstellung, und das ist eben eine sehr deutsche Diskussion, also die sich eben auf die erste Phase des Neoliberalismus in Deutschland bezieht, auf die Phase mit Ludwig Erhard von 1949 bis ungefähr 1955. Also als man die soziale Marktwirtschaft eingeführt hat und das auch offen als neoliberales Projekt gesehen hat und auch artikuliert hat. Ja. Und die besondere Situation ist daran, also auch, es kommt auch besonders bei Michel Foucault in den Vorlesungen über Gouvernementalität, über den Ordoliberalismus vor, dass man quasi nach dem Zusammenbruch des Hitlerreiches die Situation hatte,
dass man einen Staat quasi schaffen kann. Also es ist ein Tabula rasa und man kann einen Staat schaffen. Und man kann einen neoliberal orientierten Staat schaffen. Also so jedenfalls häufig auch die Vorstellung von Müller-Armack oder eben auch dieser Begriff kommt auch noch bei Rüstow vor. Aber da kann ich mich täuschen. Ja? Aber dahinter steht natürlich eben, dass dieser Ordoliberalismus überhaupt nicht dieses Bild hat, was Hayek oder Friedman haben, dass sie Aversionen gegen den Staat haben, dass sie den Staat ablehnen, dass der Staat alles falsch macht. Weil bei den Ordoliberalen, die auch zu diesem neoliberalen Spektrum gehören, ist es eben so, man braucht den starken Staat, aber dieser Staat ist ein Marktstaat. Natürlich ist der Staat ein Staat, der immer dem Markt vorangeht und der diesem Wettbewerb quasi immer die Bahn bricht. Ja. Und da hat man hier zum ersten Mal sozusagen diese Situation, dass man sich aus marktliberaler Sicht einen eigenen Staat schaffen kann. Und Sie sehen natürlich auch die Gegenfrage, die dann gleich kommt. Also kann man sich aus marktliberaler Sicht auch eine eigene Gesellschaft schaffen? Ja. Ist so ein Staatsprojekt auch übertragbar als konstruktivistisches Projekt der Gesellschaft? Und interessanterweise, die Schaffung einer neuen Gesellschaft, wenn Sie so wollen, also die Schaffung einer marktliberalen Gesellschaft, also die Beispiele, die Sie finden, finden Sie eher in Diktaturen. Ja? Und da ist das große Beispiel, die Kollegin Karin Fischer hat mich drauf gebracht, deren Dissertation ich jetzt zur Buchveröffentlichung gegengelesen habe, ist eben Chile. Da ist mir zum ersten Mal überhaupt klar geworden, also wie zum Beispiel eine Militärdiktatur funktioniert und dass sie auch aus vielen verschiedenen Gremien besteht, also aus vielen verschiedenen Elitenansätzen besteht, dass sie auch zum Beispiel aus Fraktionen besteht und dass es keinesfalls so zu sehen ist, also dass wir einen rein gewaltsamen Staat haben, also der ständig darauf angewiesen ist, die Gesellschaft niederzuknüppeln. Es besteht eben auch das Grundprinzip der Zustimmung, selbst in solchen Militärdiktaturen. Ja? Also man muss bestimmte Teile der Gesellschaft und bestimmte Fraktionen auch ständig davon überzeugen, von dem, was man tut. Ja? Also, dass es richtig ist. Und hier haben Sie dann zum ersten Mal in Chile die Situation, also dass es seit der Zeit der 60er Jahre in der Wirtschaftswissenschaft und auch in den Eliten eben eine starke Fraktion gibt, die diesen Neoliberalismus tatsächlich projektiert, möchte ich mal sagen. Also die tatsächlich in dieses Vakuum vordringt, also dass man den Staat erobert hat sozusagen, aus elitärer Sicht, aber dass man quasi jetzt auch darüber entscheiden muss, was man wirtschaftspolitisch mit dieser Macht anstellt. Also man hat diesen Durchgriff tatsächlich, diesen autoritären Durchgriff und man muss sich irgendwie auf ein Projekt einigen. Und Sie kennen alle diese Geschichte, die will ich nicht weiter fortführen, von den Chicago Boys und von Milton Friedman und Hayek, die dann nach Chile kommen und bei Pinochet vorsprechen. Das ist sicherlich der Fall, aber im Grunde genommen hat doch die Durchsetzung dieses neoliberalen Projektes in Chile mehr mit den Eliten vor Ort zu tun, als tatsächlich diesem Einfluss von außen. Ja? Wir haben... Ich glaube, ich muss mich ein bisschen sputen. Wir haben in Chile die besondere Situation, dass diese neoliberale Politik von Pinochet durchgesetzt wird. Also es gibt dann auch immer schöne Fraktionskämpfe von orthodoxen Neoliberalen mit Neoliberalen, die wieder an der Währung rumschrauben wollen, also mit Neoliberalen, die tatsächlich dann wieder quasi eher in die Richtung gehen, dass sie die örtliche Industrie wieder stärker subventionieren wollen. Also sie haben da auch ein Geflecht, heterogenes Geflecht von Fraktionen, die sich nicht immer einig sind, wie man tatsächlich neoliberale Politik macht. Für uns ist interessant, oder für meine Fragestellung ist einfach interessant, was passierte eigentlich in den 80er Jahren, als klar war, also dieser autoritäre Staat wird wegfallen. Das war klar, durch ein Referendum im 1989 wird es Demokratie geben. Und sozusagen, also diese Organisationen, also bestehend aus Ökonomen, Eliten, Experten anderer Couleur, die tatsächlich an entscheidender Stelle saßen, um dieses neoliberale Projekt quasi immer wieder neu durchzusetzen und auch diese Deregulierung und Privatisierung durchzusetzen, die haben sich eben die Frage gestellt, wie können wir das neoliberale Projekt davor retten, dass die Demokratie es abschafft? Ja?
Wie können wir es der Demokratie entziehen? Das war die große Frage. Also zum einen hat man so eigentlich in die Verfassung geschrieben, dass der Markt nicht abgeschafft werden kann. Zu Chile, zur Verfassung gehört der Markt. Ja? Das war das Erste. Aber Verfassungen kann man natürlich per Mehrheitsvotum auch ändern. Ja? Das ist jetzt auch nicht das große Problem. Und da haben diese Leute, wie ich finde diesen Gedanken einfach sehr, sagen wir so, was heißt überzeugend, aber er liegt natürlich nahe. Sie haben gesagt, also die Gesellschaft muss sich so verändern und die Lebensformen müssen sich so verändern, dass eigentlich überhaupt nichts anderes möglich ist, als sich über den Markt zu reproduzieren. Ja? Und in Chile hat man das dann sofort konkret umgesetzt. Also man hat das Gesundheitssystem sofort dereguliert und privatisiert. Also man hat das Rentensystem privatisiert und dereguliert. Also man hat im Prinzip den ganzen Lebensraum, den die Menschen haben, also hat man konsequent tatsächlich privaten Gruppen überlassen. Um natürlich einfach zu sagen, also dass wenn ich überhaupt keine Möglichkeit mehr habe, also außerhalb des Marktes, also mich zu reproduzieren, dann erkenne ich den Markt auch an. Also wie Bourdieu das immer so schön gesagt hat, als er in Algerien war, er hat festgestellt, dass eine Harmonie besteht zwischen den ökonomischen Verhältnissen, die man vorfindet und in denen man aufgewachsen ist. Ja? Wenn Sie zum Beispiel nur in diesem System aufwachsen in Chile, kommen Sie gar nicht mehr auf die Idee, sich zum Beispiel kollektiv zu organisieren, um den Markt abzuschaffen. Ja? Weil Ihre ganze Reproduktion ist darauf ausgerichtet, dass Sie ein Leben über den Markt führen müssen und mit der Marktwirtschaft führen müssen und dass Ihr Erfolg und Misserfolg tatsächlich nur mit diesem Wirtschaftssystem zusammenhängt oder mit dieser Wirtschaftspolitik. Und das war das große Anliegen im Prinzip in den 80er Jahren, also dieser neoliberalen Fraktionen in Chile, das neoliberale Projekt unumkehrbar zu machen, egal welche politischen Kräfte in der Demokratie obsiegen werden. Und dazu muss man eben so etwas schaffen, eine Gesellschaft, die ohne Zwang sozusagen den Markt auch fordert. Ja, also Sie müssen sozusagen eine Gesellschaft, wenn Sie diese Utopie weiterspinnen wollen, die besteht aus neoliberalen Subjekten. Ja. Also man fordert den Markt. Sie sind dann natürlich ganz schnell bei Gary Becker. Ja. Also da wird dann Gary Becker tatsächlich auch theoretisch wirklich fassbar in dieser Gesellschaft. Ja. Also wenn Sie die Gesellschaft so weit umformen, dass tatsächlich nur noch der Mensch Humankapital sein kann und von sich aus, und jetzt wird es ganz kritisch, auch nichts anderes sein will. Ja. Ich komme dann noch zu einer dritten Form der, sagen wir so, der Hypothesen oder des Analysenansatzes, also wie man neoliberale Gesellschaft beschreiben kann oder wie man diese Änderungen beschreiben kann. Ich habe Ihnen schon was darüber erzählt, also wie im Prinzip sich neue Machttechniken, ich möchte mal sagen, ausdifferenzieren, also wie im Prinzip Macht anders funktioniert. Und ein großes, ich möchte mal sagen, also ein Symbol für eine neue Machttechnik, die im neoliberalen System immer eine Rolle spielt, sind sogenannte Think Tanks. Ja? Oder Sie kennen auch das die große Bild von der Mont Pelerin Society, also so eine neoliberale Honoratiorengesellschaft, die quasi überall ihre Finger drin hat, die versucht, Eliten zu beeinflussen, die über eine Langzeitperspektive versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Also ein Elitennetzwerk, wenn Sie so wollen. Und man kann natürlich auch einfach sagen, dass zum Beispiel diese Elitennetzwerke oder diese Träger, diese Elitenfraktion, die diesen neoliberalen Kurs tatsächlich trägt, ja, dass das eine im Kleinen eine neoliberale Parallelgesellschaft ist. Eine neoliberale Parallelgesellschaft, die man eben auch zum Beispiel eben als Pressure Groups beschreiben kann, die man vielleicht auch mit Weber über die Sektentheorie mit Sekten beschreiben kann, insbesondere wenn es die ideologische Ausformung und den ideologischen Lobbyismus betrifft und den man vielleicht auch mit Menko Olsen, indem man vielleicht seine antikommunistischen Tiraden umdreht und seine Begrifflichkeit nimmt, als Banden bezeichnen kann. Ja? Also um auch häufig dieses Moment des Raubs an öffentlichem Eigentum auch mal darzustellen. Ja? Also dieses Banditentum, möchte ich es mal nennen, also wie man sich öffentlichen Eigentums bereichert, ja? Ohne dass man großartig das demokratisch wirklich absichert. Und die zweite Umkehrung ist bei diesem Bild natürlich, wenn man so eine Open-Door-Politik für diese Pressure Groups, für diese starken Pressure Groups macht, weil wenn sie privatisieren, diese neuen Räume zum Beispiel, sich Besitz und staatlichen Besitz anzueignen,
Die nutzen natürlich wohlhabende und stärkere Gruppen, nicht unbedingt schwache demokratische Gruppen oder dergleichen. Und deswegen habe ich mal dieses berühmte Zitat von Alexander Rüstow umgekehrt, der ja im Bezug auf die Weimarer Republik von dem Staat als Beute gesprochen hat. Also die Parteien und die Interessengruppen haben sich den Staat als Beute aufgeteilt. Wenn Sie das tatsächlich auf die neoliberale Situation umdeuten, dann sind es gerade diese Pressure Groups, Sekten oder Banden, also diese neoliberalen Parallelgesellschaften, die ständig die Tendenz haben, im Grunde genommen diesen Staat auch als Beute zu betrachten und sich diesem Staat auch anzueignen. Also insofern ist eben auch die Schwierigkeit, also dieses Staat-Markt-Dualismus aufrechtzuerhalten, die wird da auch sehr sichtbar. Wie viel Zeit habe ich noch? Ungefähr 10 Minuten. 10 Minuten? Gut. Wenn Sie diese drei Formen haben, also A, eine neoliberale Gesellschaft, die als nicht intendierte Konsequenz in der liberalen Demokratie entsteht, die neoliberale Gesellschaft als konstruktivistisches Projekt in Diktaturen, nicht nur in Chile, vielleicht auch sogar in China oder Russland. Und wenn Sie zum Dritten, also die Gesellschaft quasi auch diese Elitegesellschaft, wie es häufig hier gefallen ist, noch einmal aufspalten in verschiedene Fraktionen und sich da diese Parallelgesellschaften und Netzwerke anschauen, die in irgendeiner Weise auch über Thinktanks, über andere Entscheidungsgremien tatsächlich immer wieder wirksam mehr werden und Entscheidungen treffen, dann haben Sie drei verschiedene, ich möchte mal sagen, Hypothesen oder Analysekriterien oder Analysevorstellungen, ja, wie man neoliberale Gesellschaft fassen kann. Es ist natürlich einfach dann eine wichtige Frage, also was sagen eigentlich andere Theorien oder andere Vorstellungen über die Gesellschaft, über die moderne Gesellschaft über diese Veränderungen aus? Ja? Also es ist klar, also dass eigentlich die Großtheorien des 20. Jahrhunderts, die in der Regel, Foucault ist da die Ausnahme, ja, und Luhmann ist natürlich auch die Ausnahme, eigentlich kannten sie diese neoliberale Ausformung von Wirtschaftspolitik und Gesellschaft eigentlich nicht. Trotzdem sind sie quasi für einen Großteil der Gesellschaftsforschung, also nicht nur immer wieder Folie des Studiums, sondern auch also ein methodisches Reservoir, tatsächlich Vorstellungen von Gesellschaft zu entwickeln und zu untersuchen. Und ich glaube, dass es eine interessante Frage ist, weil diese Großtheorien quasi eigentlich immer einen Motor haben, also einen Kernbegriff haben, also der ins Zentrum der Gesellschaft gestellt wird, auch in das Zentrum der gesellschaftlichen Entwicklung, also 1, 2, 3 Kernbegriffe. Also immer mal weiter zu denken, also durchaus in die Zukunft hinein und durchaus auch gegen dieses Diktum, dass man das Neue überhaupt nicht vorhersehen kann. Also was diese Gesellschaften quasi vor der tatsächlichen gesellschaftlichen Entwicklung, was diese Theorien vor der tatsächlichen gesellschaftlichen Entwicklung aussagen. Um sie wiederum sozusagen als Folie, auch als methodisches Raster zu benutzen, um die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 30 Jahre zu beschreiben. Und da haben Sie auf der einen Seite, muss man anfangen eigentlich immer mit Foucault, ist schon davon geredet worden, also zunehmende Disziplinargesellschaft. Also wir haben, wenn man Foucault weiterdenkt, was er für ein Fass aufmacht, also von der frühen Neuzeit bis heute, können wir das immer nur denken als ein sich ständig enger zuziehende Kontrollapparate, Diskursapparate, Machttechniken, die eigentlich einen immer größeren Zwang zur Disziplin und einen größeren Einfluss auf das Subjekt, seine Lebenspraxis, auf seine Lebensform ausüben. Also im Grunde genommen können Sie mit Foucault natürlich tatsächlich auch, es ist jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, kommen Sie auch hin zu solchen Ansätzen wie 1984 von Orwell oder so, wenn Sie das wirklich auf die Spitze treiben oder weiterdenken. Die funktionalen Kernbegriffe bei Foucault sind Diskurs und Macht. Und nicht von ungefähr passt das natürlich sehr gut auf diesen neoliberalen Diskurs, ja? Also zum Beispiel auch auf diese Machtausübung, indem man tatsächlich vielleicht versucht, öffentliche Meinung zu beeinflussen, also Public Opinion zu der eigenen Sache zu machen, ja? Also Diskurshoheit auszuüben. Ja? Und wir haben aber bei Foucault, also in dem zweiten
Band über Gouvernementalität eine ganz interessante Lösung, ich möchte mal sagen, dieses Entropieproblems, also dieser zunehmenden Disziplinargesellschaft, wo er im Grunde genommen also den ordoliberalen Regierungsstil sozusagen als Ausweg aus dieser Disziplinarkrise quasi feiert, also Ausweg dieser sich verselbstständigen Machttechniken, indem er sagt, also das ist viel besser, also wenn ich tatsächlich diesen Marktstaat habe, der regiert ja indirekt, ja. Das ist im Grunde genommen viel effektiver. Das ist eine ganz neue Form der Machtausübung in der Demokratie, die in gewisser Weise also diesem ursprünglichen Konzept der Disziplinargesellschaft entgegenstellt. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn Sie das mal weiterdenken, Neoliberalismus ist natürlich für alle Nicht-Eliten eine Frage, eine Verhaltenslehre. Ja, also es ist immer große Disziplin gefordert. Ja, also es ist natürlich klar, dass die Freiheit oder die Freiheitsräume, Freiheit ist die Freiheit der Begünstigten, der Wohlhabenden, ja, nicht unbedingt der Sozialhilfeempfänger. Ja. Und Sie sehen auch, dass bei Foucault, ich weiß nicht, ob er noch dahin gekommen wäre, also gerade auch in den späten Vorlesungen, also wenn es dann um die Hermeneutik des Subjekts geht und seine Auseinandersetzung mit den antiken Konzepten der Lebenskunst, also mit Marc Aurel oder Epikur, wenn Sie das zum Beispiel verbinden tatsächlich mit dieser Frage des Regierungsstils und dieses ordoliberalen Regierungsstils, sehen Sie auch, dass Foucault vielleicht, hätte er länger gelebt, also tatsächlich auch etwas darüber sagen könnte, also wie zum Beispiel positiv gesehen ein neues liberales Subjekt aussieht. Ja, weil das war ja immer so zweigeteilt, einerseits die Regierung des Selbst und der anderen, wie sein das im letzten Jahr erschienene Buch hieß, und dass tatsächlich das auch sozusagen auch der Zielpunkt ist. Also dieses neoliberale Subjekt, das quasi diese Disziplin oder diese Kontrollapparate vielleicht aufheben kann oder nicht mehr braucht. Ja. Wobei wir wieder bei diesem chilenischen konstruktivistischen Bild sind. Gramsci will ich kurz halten, weil ich auch wirklich kein Experte bin. Aber Sie können sich das durchlesen. Das ist natürlich einfach immer diese Vorstellung, die kommt häufig insbesondere bei Neoliberalismuskritikern aus dem linken Lager zum Vorschein, dass es eben Neoliberalismus ist immer nur als sich reproduzierender, bizarrer, hegemonialer Block möglich. Ja? Also Sie müssen immer einen hegemonialen Block in der Gesellschaft bilden, um tatsächlich Neoliberalismus immer wieder durchzusetzen. Wenn Sie auf Luhmann schauen, da wird es auch wieder sehr interessant, weil einerseits haben wir natürlich wenn Sie diese Systemtheorie weiterdenken, die eigentlich rein funktional über aller Gesellschaft schwebt. Also die Systemtheorie ist eigentlich ein ständig technischer Vorgang, wie über Kommunikation Systeme entstehen, Subsysteme, Teilsysteme und Systeme interagieren und in irgendeiner Weise über diesen Kernbegriff der funktionalen Differenzierung für eine Evolution des Gesamtsystems sorgen oder auch Evolution der Teilsysteme. Wir haben bei Luhmann haben wir das interessante Phänomen, dass er, obwohl er diese Systemtheorie bis in die letzte Verästelung hinein beschrieben hat und obwohl diese Systeme quasi auch eine Tendenz zur Totalität haben, dass er sich immer wieder quasi sehr kritisch über die tatsächlich bestehenden sozialen Systeme und den Wohlfahrtsstaat geäußert hat, also dass er häufig quasi auch da für ein gewisses Reopening eingetreten ist, also dieses System aufzubrechen. Und da hat er sicherlich Anknüpfungspunkte an die Neoliberalen. Aber von Luhmann stammt eben dieser schöne Satz, also dass Neoliberalismus tatsächlich auch als Neuordnung des funktionalen Verhältnisses zwischen Geld und Macht zu sehen ist. Und gut, ich muss jetzt wirklich rasen. Gut, wir haben hier die Frankfurter Theorie, habe ich auch nochmal, die kritische Theorie habe ich auch nochmal versucht zu fassen, und das ist natürlich auch eine sehr interessante Begrifflichkeit, die vielleicht gar nicht so falsch ist, wenn man mit Adorno zum Beispiel diesen spätkapitalistischen Staat, den Staat als Gesamtkapitalisten sieht. Ja? Also und da ist natürlich einfach mal die Frage, ob nicht tatsächlich der Neoliberalismus eine späte Spielform, auch dieses Spätkapitalismus ist, wo der Staat im Grunde genommen auch
in gewisser Weise Gesamtkapitalismus ist, Gesamtkapitalist ist, also weil er im Staat sich tatsächlich überhaupt nicht, keine Opposition oder nichts mehr tatsächlich äußern kann, was nicht diesen kapitalistischen Grundansatz hat. Gut, dann möchte ich mal einfach zu einem Schluss kommen. Und ich habe hier einfach mal sozusagen ein paar Forschungsfelder aufgezeichnet, die, also wo es wirklich schon viele Untersuchungen gibt, aber die häufig relativ für sich alleine stehen. Also das ist, wir haben bei den Ökonomen haben wir sehr viele auch kritische Studien zu den Finanzmärkten. Es gibt auch vereinzelt was zu Steueroasen. Es gibt eigentlich, was die Informationstechnik anbetrifft, gibt es, ich denke nur zum Beispiel an Großtheorien wie Manuel Castell oder so, gibt es eigentlich auch neue Entwürfe. Ich glaube, dass die Armutsforschung, also wie schon gesagt, also glasklar ist, also wir brauchen fast gar keine empirische Studien mehr. Also was diese Wirtschaftspolitik in den letzten 30 Jahren gebracht oder nicht gebracht hat, also jede Statistik, also ich glaube fast jede Statistik ist eindeutig. Also da braucht man fast nicht drüber zu reden. Wir haben ein breites Feld, was den Regierungsstil anbetrifft, also in der positiven liberalen Form war diese Governance-Diskussion sehr wichtig. Und diese Regierungsstilform bezieht sich natürlich auch sehr stark auf die Gouvernementalitätsdiskussion von Foucault. Da gibt es auch ein breites Forschungsfeld, also Ideologiekritik, glaube ich, brauche ich nicht extra drüber zu reden. Dann haben wir natürlich, was mir immer sehr am Herzen liegt, also haben wir sehr viel Think Tank Research. Also das ist jetzt auch ein Modethema auch geworden, weil Think Tanks stehen sozusagen als Go-Betweens, also immer sehr dafür, dass für eine neue Machttechnik, also für neue Räume, also wo tatsächlich auch die Türen geöffnet sind, dass ganz andere Institutionsformen Einfluss auf Entscheidungen nehmen können. Und auch für eine, sagen wir so, also vielleicht eine neue Art auch von Kampagnenpolitik, wie man öffentliche Meinung beeinflussen kann. Wir haben das breite Spektrum der Elitenforschung. Ja, das ist, ich nenne da nur den Namen Hartmann, der in Deutschland sehr wichtig ist. Und daraus müsste man im Grunde genommen eigentlich, man müsste sozusagen diese Forschung, glaube ich, nicht nur weiterführen, man müsste sie auch verknüpfen, also man müsste interaktiv tätig werden, also man müsste tatsächlich diese verschiedenen empirischen Forschungsfelder neu zusammenfassen und auch theoretisch vielleicht ordnen. Und ich glaube, dass man da durchaus zum Beispiel so etwas braucht wie eine an Luhmann angelehnt, doch eine operationalisierbare neue Begriffsbildung. Ich glaube, dass das notwendig ist. Und ich habe da eigentlich fast nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Grund für. Ich habe häufig den Grund, den ich anführe, dass die in der Sozialwissenschaft ein Großteil der Begriffe einfach durch den Missbrauch, ja, genauso wie das Geld, sind die Begriffe eben auch missbraucht worden, einfach schwer zu handhaben sind. Also man muss häufig bei vielen Begriffen, gerade wenn es um zum Beispiel Bürger geht, bürgerliche Gesellschaft, wenn es um auch wenn es darum geht, zum Beispiel, was ist Marktwirtschaft, was ist Wettbewerb, was ist Ordnungspolitik, muss man sich die Begriffe quasi zu sehr wieder zurückerobern. Dafür ist es vielleicht einfacher, man findet neue Begriffe. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank.